Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung für Vatikan Media. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Mein Gruß geht auch an alle, die heute mit dabei sind, über unsere Webseite vaticannews.de, Facebook, Apps und YouTube-Kanal. Und ich grüße natürlich auch alle, die über unsere Partnersender zugeschaltet sind, EWTN und KTV, Radio Horeb und die Radio Maria-Familie aus Österreich und der Schweiz. Ja, Papst Franziskus nimmt heute 13 verdiente Kirchenmänner in das Kardinalskollegium auf. Es ist das 7. Konsistorium dieses Papstes zur Kreierung neuer Kardinäle seit seinem Amtsantritt 2013. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Ja, wir hören nun ein Grußwort des Generalsekretärs der Bischofssynode, Mario Grech. Er ist einer der neuen Kardinäle. Heiliger Vater, Brüder und Schwestern, die dramatischen Umstände, die die Kirche und die Welt erleben, appellieren an uns, eine Leseart der Pandemie anzubieten, die den Menschen hilft, diese Tragödie auch als Gelegenheit zu sehen, unsere Lebensstile, unsere Beziehungen, die Organisation unserer Gesellschaft und vor allem den Sinn unseres Daseins zu überdenken. Und das gilt nicht nur für die Welt, sondern auch für uns, für die Kirche. Als Sakrament, das heißt als Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit, ist die Kirche gerufen, Wege zu öffnen, ja, sich auch selbst wieder auf den Weg zu machen. Für das Neue Testament ist der Zustand der Christen der der Pilger, die als Fremde in der Welt leben, wohl wissend, dass wir die Fülle nur im Reich Gottes erreichen können. Am Beginn eines neuen Jahrtausends scheint uns der Geist wieder einmal zu sagen, dass wir wieder Anhänger des Weges Jesu sein müssen. Wenn das heilige Volk Gottes gemeinsam vorangeht, verirrt es sich nicht. Denn als Gesamtheit der Getauften verfügt es über einen unfehlbaren Instinkt des Glaubens, den Sensus Fidei, auf den zu hören, Sie, heiliger Vater, uns immer wieder ans Herz legen, damit wir lernen, das zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Dies waren die Empfehlungen, die Sie, Heiliger Vater, uns zum 50. Jahrestag der Errichtung der Bischofssynode gegeben haben, als sie das Profil einer synodalen Kirche zeichneten. Eine synodale Kirche ist eine Kirche des Zuhörens. Das einander Zuhören als Hören auf den Geist ist vielleicht die wahrhaftigste Art und Weise, jenes offene, also nicht abgeschlossene Denken zu praktizieren, das immer offen ist für das Maius Gottes und der Wahrheit, immer in Entwicklung begriffen, und das Sie, heiliger Vater, oft und gerne als Eigenschaft des guten Philosophen, des guten Theologen, ja auch des guten Bischofs beschreiben.
Es handelt sich keineswegs um Relativismus. Vielmehr erfasst man hier die Dynamik der Tradition selbst, aufgrund derer die Kirche im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheiten entgegenstrebt, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Innerhalb dieser Dynamik erklärt sich das Profil der synodalen Kirche und der Synodalität als Form und Stil der Kirche. Das ist die Vision, die Sie, Heiliger Vater, uns nachdrücklich vorschlagen. Die Konstitution Episcopalis Communio versucht, dies umzusetzen, indem sie die Bischofssynode nicht mehr als ein Ereignis, sondern als einen Prozess interpretiert, an dem das Volk Gottes, das Bischofskollegium und der Bischof von Rom in Synergie beteiligt sind, ein jeder entsprechend seiner Funktion. Ich möchte die unverzichtbare Rolle hervorheben, die das Volk Gottes in diesem Prozess spielt. Auf diese Weise erhält der Sensus Fidei seine aktive Funktion zurück, die es ermöglicht, das Zuhören als Prinzip einer wahrhaft synodalen Kirche zu praktizieren. Die Synodalität stellt alle Ebenen des Lebens und der Sendung der Kirche in einen fruchtbaren Kreislauf. Die Teilkirchen, die Kirchenprovinzen und Regionen, die Weltkirche, zu der auch das Kardinalskollegium seinen Teil beiträgt. Sie alle werden in diesen synodalen Prozess eingebunden, der sichtbarste Ausdruck einer Dynamik der Gemeinschaft ist, die alle kirchlichen Entscheidungen inspiriert. Das ist die Grundlage der Aufgabe, die wir gemeinsam zu erfüllen gerufen sind und in deren Dienst das Synodensekretariat gestellt wird. Es kann dazu beitragen, die Arbeit zwischen den Ausübungsebenen der Synodalität zu erleichtern. Sein erster Beitrag ist eben der des Zuhörens. Ich habe bereits an alle Bischöfe geschrieben und sie unserer Disponibilität versichert. Und mir ist aus allen Teilen der Welt bestätigt worden, wie wichtig es ist, einander zuzuhören. Aber ich glaube und ich wünsche mir, dass das Sekretariat mehr tun kann. Zum Beispiel, indem es die Bischöfe und die Bischofskonferenzen bei der Annahme eines synodalen Stils unterstützt, ohne Einmischungen, sondern vielmehr, indem es die Prozesse begleitet, die auf den verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens stattfinden. Das kann die Art und Weise sein, in der das Synodensekretariat an der Dynamik der Kirche im Aufbruch in einer Welt teilhat, für die es unter den dramatischen Umständen, die wir erleben, noch viel wichtiger ist, dass die Kirche wirklich universales Sakrament des Heils ist. Was uns stützt, ist die Hoffnung, Gabe des Heiligen Geistes für schwere Zeiten. Charles Péguy stellt sie sich in seinem Tor zum Geheimnis der Hoffnung als ein kleines Mädchen vor, als die Kleinste zwischen den beiden großen Schwestern, dem Glauben und der Liebe. Und er schloss: Das christliche Volk sieht nur die beiden älteren Schwestern. Blind dagegen ist, wer nicht sieht, dass sie, die zwischen ihnen trippelt, jene ist, die die beiden Schwestern mit sich reißt. Lassen wir uns die Hoffnung nicht rauben. Maria Stella Maris, Stern des Meeres, die wir Malteser unter dem Titel Madonna Tapino verehren, erfülle uns mit dieser Hoffnung. A lei, Santo Padre,
Sie, heiliger Vater, der Sie uns für einen direkteren Dienst an der Kirche auserwählt haben, bitten wir um Ihren Segen. Ja, das war das Grußwort des Generalsekretärs der Bischofssynode, Mario Grech. Oremus. Domine Deus, Pater Gloriae. Gott, unser Herr, Vater der Herrlichkeit und Quell alles Guten, du hörst nicht auf, deine Kirche auf der ganzen Welt mit der Fülle deiner Gaben reich zu beschenken. Auf den Stuhl deines heiligen Apostels Petrus aber blickst du in noch größerer Huld, da er nach deinem Willen ganz erhaben sein sollte. Lass mich, deinen Diener, gemäß deiner Vorsehung das Amt angemessen ausüben, in der Gewissheit, dass du der ganzen Kirche verleihen wirst, was ihr nützt, wie auch alles, was sie braucht. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören nun die Lesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 32 bis 45. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die ihm nachfolgten, aber hatten Angst. Da versammelte er die 12 wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte: Siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf, und der Menschensohn wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und einen und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die anderen 10 Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Ja, und wir hören jetzt eine Ansprache von Papst Franziskus.
bei diesem Konsistorium für die Kreierung neuer Kardinäle. Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. Jesus und die Jünger waren auf dem Weg. Der Weg. Der Weg ist der Schauplatz für die vom Evangelisten Markus beschriebene Szene. Und er ist das Umfeld, in dem sich das Unterwegssein der Kirche immer abspielt. Der Weg des Lebens, der Geschichte, die in dem Maß Heilsgeschichte ist, in dem sie mit Christus erfolgt und sich an seinem Ostergeheimnis ausrichtet. Jerusalem liegt immer vor uns. Kreuz und Auferstehung gehören zu unserer Geschichte. Sie sind Teil unseres Heute, aber sie sind immer auch das Ziel unseres Unterwegsseins. Dieses Wort des Evangeliums hat die Konsistorien zur Kreierung neuer Kardinäle schon oft begleitet. Es ist nicht nur ein Hintergrund, sondern ein Wegweiser für uns, die wir heute gemeinsam mit Jesus auf dem Weg sind, der uns auf dem Weg vorausgeht. Er ist die Stärke und der Sinn unseres Lebens und unseres Dienstes. Deshalb, liebe Brüder, müssen wir heute an diesem Wort Maß nehmen. Markus hebt hervor, dass die Jünger sich auf dem Weg wunderten. Sie hatten Angst. Warum? Weil sie wussten, was sie in Jerusalem erwartete. Jesus hatte bereits mehrmals offen zu ihnen darüber gesprochen. Der Herr kennt die Gemütslage derer, die ihm nachfolgen, und das lässt ihn nicht gleichgültig. Jesus lässt seine Freunde niemals im Stich. Er vernachlässigt sie nie. Auch wenn er seinen Weg geradeaus zu gehen scheint, so tut er es immer für uns. Alles, was er tut, tut er für uns, um unseres Heiles willen. Und im vorliegenden Fall der 12 tut er es, um sie auf die Prüfung vorzubereiten, damit sie jetzt bei ihm sein können und vor allem dann, wenn er nicht mehr unter ihnen sein wird, damit sie immer mit ihm auf seinem Weg gehen mögen. Da er weiß, dass die Herzen der Jünger beunruhigt sind, ruft Jesus die 12 beiseite und sagt ihnen wieder, was ihm bevorstand. Wir haben es gehört. Es ist die dritte Ankündigung seines Leidens, seines Todes und seiner Auferstehung. Dies ist der Weg des Sohnes Gottes, der Weg des Gottesknechts. Jesus identifiziert sich mit diesem Weg so sehr, dass er selbst dieser Weg ist. Ich bin der Weg. Dieser Weg, kein anderer. Und an diesem Punkt geschieht die Wendung, die Begegnung in die Situation bringt, die Bewegung in die Situation bringt und es Jesus erlaubt, Jakobus und Johannes, in Wirklichkeit aber allen Aposteln, die Bestimmung zu offenbaren, die sie erwartet. Stellen wir uns die Szene vor. Nachdem Jesus erneut erklärt hat, was mit ihm in Jerusalem geschehen muss, schaut er den 12 ins Gesicht. Er starrt ihnen in die Augen, als wolle er sagen, ist das klar? Dann setzt er den Weg an der Spitze der Gruppe wieder fort. Und zwei trennen sich von der Gruppe, Jakobus und Johannes. Sie treten an Jesus heran und sagen ihm ihren Wunsch. Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Dies ist ein anderer Weg. Das ist nicht der Weg Jesu, es ist ein anderer. Es ist der Weg derer, die vielleicht ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein, den Herrn benutzen, um sich selbst zu fördern. Derer, die, wie der heilige Paulus sagt, ihren Vorteil suchen und nicht, was Jesu Christi ist. Dazu gibt es vom heiligen Augustinus jene wunderbare Predigt über die Hirten
Und es tut uns immer wieder gut, sie in der Lesehore stets neu zu lesen. Nachdem Jesus Jakobus und Johannes angehört hat, regt er sich nicht auf, er ärgert sich nicht. Seine Geduld ist wirklich unendlich, auch mit uns. Er hat immer Geduld gehabt und er hat Geduld. Und er antwortet: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Er entschuldigt sie in gewisser Weise, aber gleichzeitig beschuldigt er sie. Ihr merkt gar nicht, dass ihr abseits des Weges geht. Tatsächlich sind es unmittelbar danach die anderen 10 Apostel, die mit ihrer empörten Reaktion auf die Söhne des Zebedäus zeigen, wie sehr alle der Versuchung unterliegen, abseits des Weges zu gehen. Liebe Brüder, wir alle lieben Jesus. Wir alle wollen ihm nachfolgen. Aber wir müssen immer wachsam sein, um auf seinem Weg zu bleiben. Denn mit unseren Füßen physisch können wir bei ihm sein, während unsere Herzen weit weg sein und uns abseits des Weges führen können. Denken wir an die vielen Arten von Korruption, die es im priesterlichen Leben gibt. So kann zum Beispiel das Purpurrot des Kardinalsgewandes, das für die Farbe des Blutes steht, für den weltlichen Geist zu einer eminenten Auszeichnung werden. Und dann bist du nicht mehr der Priester, der dem Volk nahe ist. Dann fühlst du dich nur noch als Eminenz. Und wenn du das Gefühl hast, dann bist du vom Weg abgekommen, dann stehst du abseits des Weges. In dieser Erzählung des Evangeliums fällt immer wieder der scharfe Kontrast zwischen Jesus und den Jüngern auf. Jesus weiß um ihn, er kennt und er trägt ihn. Aber der Kontrast bleibt. Er auf dem Weg, sie abseits des Weges. Zwei unvereinbare Wege. Tatsächlich kann nur der Herr seine Freunde retten, die orientierungslos sind und Gefahr laufen, verloren zu gehen. Nur sein Kreuz und seine Auferstehung. Für sie, wie auch für alle, geht er nach Jerusalem hinauf. Für sie und für alle wird er seinen Leib brechen und sein Blut vergießen. Für sie und für alle wird er von den Toten auferstehen. Und durch die Gabe des Geistes wird er ihnen vergeben und sie verwandeln. Er wird sie endlich auf seinen Weg führen. Der heilige Markus, wie auch Matthäus und Lukas, hat diese Erzählung in sein Evangelium aufgenommen, weil sie ein heilbringendes Wort ist, das die Kirche zu allen Zeiten braucht. Auch wenn darin die 12 eine schlechte Figur machen, ist dieser Text in den Schriftkanon eingegangen, weil er die Wahrheit über Jesus und über uns erkennen lässt. Es ist auch für uns heute ein heilbringendes Wort. Auch wir, Papst und Kardinäle, müssen uns immer in diesem Wort der Wahrheit widerspiegeln. Es ist ein scharfes Schwert. Es schneidet uns. Es ist schmerzlich, aber gleichzeitig heilt, befreit, bekehrt es uns. Bekehrung ist genau das. Von abseits des Weges zurück auf dem Weg Gottes zu gehen. Möge der Heilige Geist uns heute und immer diese Gnade schenken. Ja, das war die Ansprache von Papst Franziskus an die neuen Kardinäle. Darin hat er vor Karrierestreben gewarnt, den zukünftigen Kardinälen ans Herz gelegt, nicht vom Weg Jesu abzukommen. Es sei wichtig, Priester zu sein, der dem Volk nahe ist und nicht Eminenz. Unsere Herzen, die Herzen dürfen sich von Jesus nicht entfernen. Das Purpurrot des Kardinalsgewandes, so Franziskus, eine Farbe, die für das Blut steht.
darf nicht zu einer eminenten Auszeichnung werden, wozu der weltliche Geist oft neigt. Jesus lässt seine Freunde nie im Stich. Er vernachlässigt sie nie, argumentiert Franziskus. Auch wenn er seinen Weg geradeaus zu gehen scheint, so tut er es immer für uns. Wir müssen immer auf dem Weg Jesu bleiben und nicht den Weg derer einschlagen, die vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein, den Herrn benutzen, zum eigenen Vorteil, um sich selbst zu fördern, um den eigenen Vorteil zu suchen. Man müsse immer wachsam sein, auf diesem Weg zu bleiben. Munus gratum irenque grave sumus expletori. Cum ad Romanam Ecclesiam. Ja, jetzt folgt der Ritus der Kreierung der neuen Kardinäle. Liebe Brüder und Schwestern, ich nehme nun neue Kardinäle in das Kollegium auf. Das betrifft zunächst einmal die Kirche von Rom, aber auch die ganze kirchliche Gemeinschaft. Mögen sie furchtlose Zeugen Christi und seines Evangeliums in der Stadt Rom und auch in entlegenen Gebieten sein. Itaque, autoritate omnipotentis Dei, Santorum Apostolorum Petri e Paulo, ac nostra, os venerabiles fratres creamus et solemniter enunciamus Sancta Romana Ecclesia Cardinale. Marium Grech. Der Papst nennt nun die Namen der neuen Kardinäle und sagt, in welchen Kardinalsrang die Einzelnen erhoben werden, ob sie also Kardinalbischöfe, Kardinalpriester oder Kardinaldiakone werden. Perfectum Congregationis de Causi Santorum. Er hat Mario Grech genannt, Generalsekretär der Bischofssynode, Marcello Semeraro, Präfekt der Heiligen Kongregation, Antoine Kambanda, Erzbischof von Kigali, Ruanda, Wilton Gregory, Erzbischof von Washington, José Advíncula, Erzbischof von Capiz, Philippinen, Celestino Ausbraco, Erzbischof von Santiago, Chile, Cornelio Sim, Bischofsvikar von Brunei, Vicarium Apostolicum Bruneiensem. Agustinum Paulum Lo Giudice. Augusto Paolo Lo Giudice, Erzbischof von Siena. Mauro Gambetti, Franziskana Guardian von Assisi. Felipe Arizmendi Esquivel, emeritierter Bischof von San Cristobal de las Casas, Mexiko. Silvano Maria Tomasi, Apostolischer Nuntius. Delegatum Specialem Supremum Ordinem Militarem et Hospitalem Maltensim. Rainerum Cantalamessa. Raniero Cantalamessa, Kapuziner und Prediger des päpstlichen Hauses. Enrico Ferrocci, Pfarrer der Gemeinde Santa Maria del Divino Amore in Rom. Ad ordinem cardinalium diaconorum pertineum. Marius Grech, Marcellus Semeraro, Maurus Gambetti, Silvanus Maria Tomasi, Rainerus Cantalamessa et Enrico Ferrocci. Reliquos per omnes adornines pertinere volumus cardinalum presbiterorum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissime, fidem vestram. Liebe Brüder, bekennt euren Glauben an den dreieinen Gott und eure Treue zur heiligen katholischen und apostolischen Kirche und dem heiligen Volk Gottes, das Zeuge ist. Ja, die neuen Kardinäle sprechen auf Aufforderung des Papstes
das Credo. Stellvertretend für alle tut dies Mario Grech. Natus ex Maria Virgine, passus sur Pontius Pilatum, crucifixus mortuus et sepultus, descendit ad inferos, terce die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dextram Dei, patres omnipotentis, in deventuris est judicare vivos et mortuos. Credum Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego, Marius, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalis Grec, promitto et iuro, mea bec ora deniceps, quam Dio vixerum, fidelem Christo eusque Evangelio, atque obedientiam Beato Petro, sanctique apostolice Romane Ecclesiae, ac summo pontifice. Ja, nun der treue Schwur, stellvertretend für alle Kardinäle, der dem Papst und seinen Nachfolgern gilt. Communionem cum Ecclesia Cattolica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secreta omnia, quae mihi cum credita sint, nunquam in Ecclesia damnum vel decus esse evulgaturum, mania deneque cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus tenor erga Ecclesiam, in quam ad meum servitium exercentium, secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Laudem omnipotentis Dei et apostolicis sedis ornamentum. Zum Lobe des allmächtigen Gottes und zur Zierde des apostolischen Stuhles empfangt das rote Berett, das Zeichen der Kardinalswürde, das anzeigt, dass ihr bereit sein müsst, mit Festigkeit bis zum Vergießen des Blutes für die Mehrung des christlichen Glaubens, für den Frieden und die Ruhe des Volkes Gottes und für die Freiheit und Verbreitung der heiligen römischen Kirche einzustehen. Ja, die neuen Kardinäle nehmen nun vom Papst das Kardinalsberett und den Kardinalsring entgegen und bekommen ihre Titelkirchen zugewiesen. Jeder neue Kardinal wird vor den Papst niederknien und als Zeichen seiner Würde das Kardinalsberett entgegennehmen. Ja, wir hier sehen hier den Malteser Mario Grech. Er ist seit September Generalsekretär der Bischofssynode und somit für die Organisation von Bischofsversammlungen zu wechselnden Themen verantwortlich. Schon im Herbst 2019 war Grech in die Durchführung der Amazonien-Synode eingebunden. Seit 2005 ist er Bischof in Malta. Seit Juli sitzt er im päpstlichen Ökumenerat. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ja, auch Marcello Semeraro wird das Kardinalsberett überreicht. Annum de Manu Petri et nobilis dilectione principis apostolorum. Der Kardinalsring mit den Worten: Empfange den Ring aus den Händen des Petrus und wisse, dass durch die Liebe des Apostelfürsten deine Liebe zur Kirche gestärkt wird.
Marcello Semeraro hat im Oktober das Amt des Präfekten der Heiligsprechungskongregation übernommen. Seit 2004 ist er Bischof von Albano bei Rom. Antoine Kambanda hat die Folgen des Völkermords in seinem Heimatland Ruanda 1994 unmittelbar erlebt. Bis auf einen Bruder wurde seine gesamte Familie getötet. Mitte der 1990er Jahre studierte er in Rom, bevor er die Leitung der Caritas in Ruandas Hauptstadt Kigali übernahm und Moraltheologie unterrichtete. Im Mai 2013 ernannte ihn Franziskus zum Bischof von Kibungo. 2018 übertrug er ihm die Leitung der Erzdiözese Kigali. Ja, wir sehen jetzt hier den in Chicago geborenen Afroamerikaner Wilton Gregory, den Erzbischof von Washington. 2001 wählten ihn die US-Bischöfe als ersten Schwarzen für 4 Jahre zu ihrem Vorsitzenden. Papst Franziskus ernannte ihn am 6. Oktober 2018 zum Mitglied des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben. Gregory wird nach seiner Aufnahme ins Kardinalskollegium der erste US-amerikanische Kardinal afroamerikanischer Abstammung sein. Accipe annulum de mano Petri et noveris dilectione principis apostolorum. Celestino Aos Braco ist seit März 2019 Erzbischof von Santiago de Chile. Er empfing am 30. März 1968 in Pamplona das Sakrament der Priesterweihe. An der Universität Barcelona erwarb Aos ein Lizenziat im Fach Psychologie. Ja, als nächster ist Augusto Lo Giudice vor den Papst getreten, der Bischof von Siena. Zuvor war er seit 2015 Weihbischof in seiner Heimatstadt Rom. In Italiens Bischofskonferenz ist er Sekretär der Migrationskommission. Er zieht als viertjüngstes Mitglied ins Kardinalskollegium ein. Mauro Gambetti, den wir jetzt sehen, ist der jüngste Kardinalsanwärter auf der Liste des Papstes. Er absolvierte zunächst ein Ingenieurstudium, bevor er 1998 dem Franziskaner Minoriten beitrat. Er war in der Jugendseelsorge tätig und wurde ab 2005 wiederholt mit Leitungsfunktionen beauftragt. Seit 2013 war Gambetti Kustos des Konvents von Assisi. Ja, und nun erhält Felipe Arismendi Esquivel sein Kardinalsbirett. Er war von 2000 bis 2017 Bischof der mexikanischen Diözese San Cristobal de las Casas. Er empfing am 25. August 1963 das Sakrament der Priesterweihe für das Bistum Toluca.
ACP annum de Mano Petri, et nobiles dilectione principis apostolorum, dilectione in tuam e ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri. Silvano Tomasi ist Ordenspriester aus Norditalien und seit 1983 Leiter der Flüchtlings- und Migrationsfachstelle der US-Bischofskonferenz. Er ist einer der Kardinäle, der aus Altersgründen, er ist 80 Jahre alt, nicht an einem künftigen Konklave als Papstwähler teilnehmen könnte. Dasselbe gilt für Raniero Cantalamessa. Er ist schon 86 und Kapuziner und Prediger des päpstlichen Hauses, von der für Kardinäle üblichen Bischofsweihe dispensierte ihn der Papst aus Altersgründen. Und wir haben gesehen, dass Papst Franziskus noch einige persönliche Worte an ihn gerichtet hat. Enrico Ferrucci, ebenfalls 80, also kein Papstwähler mehr, ist Pfarrer und war Direktor des römischen Caritasverbandes. Seit 2019 ist er in einer Pfarrei in dem zu Rom gehörenden Bezirk Castel di Leva tätig. Wie vom Kirchenrecht vorgesehen, wurde Ferrucci vor der Feier zu seiner Kardinalserhebung Mitte November zum Bischof geweiht und Papst Franziskus ist begeistert darüber, dass er einen Pfarrer zum Kardinal macht. Es war eine überraschende Ernennung für Enrico Ferrucci. Committimus titulum Sancti Vigili Cardinali Josefo Advincula e committimus titulum Sancti Iude Taddei Apostoli Cardinali Cornelio Sim Chiapsund e isque per inviatum specialem imponemus viretum rubrum annorum atque bullam a Deus pertinentes mitemus. Zwei der neuen Purpurträger haben wir heute nicht gesehen. Sie mussten Corona-bedingt von einer Reise nach Rom Abstand nehmen. Das Vaterunser. Deus, cuius universa vie misericordia et semper veritas, operis tua dona prosequere, et quod possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende. Uti famili tue, ecclesiae tue, iugites servientes, et fidei integritate fundati, et mentis luciant puritate cospicui. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Domino Hobiscum. Sit nomen Domini Benedictum. Der Schlusssegen. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ja, die Weltkirche hat 13 neue Kardinäle. Ab diesem Wochenende sind wieder 128 Kardinäle zu einer Papstwahl berechtigt. 73 dieser 128 wahlberechtigten Kardinäle wurden von Papst Franziskus kreiert. Und wie Sie gesehen haben, diese Feier war eine absolute Premiere. Sie fand im Corona-Jahr 2020 nämlich erstmals auf Abstand statt. Ohne Umarmung, mit wenigen Gästen. Und auch die Geste der Brüderlichkeit, die Umarmung der Kardinäle, musste dieses Jahr entfallen. Zwei der neuen Purpurträger konnten, wie gesagt, nicht nach Rom kommen. Und zwar waren das Bischof Cornelius Sim in Brunei und der philippinische Erzbischof José Advíncula. Sie hatten die Möglichkeit, die Kardinalserhebung über eine digitale Plattform mitzufeiern. Das rote Birett, der Kardinalsring und die Ernennungsurkunde werden ihnen zu einem späteren Zeitpunkt überreicht. Wir haben zum Abschluss das Salve Regina gehört. Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung, sei gegrüßt. Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, deine barmherzigen Augen, wende uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am morgigen Sonntag wird Papst Franziskus um 10 Uhr eine Messe mit den neu ernannten Kardinälen feiern. Wir übertragen wieder live und mit deutschem Kommentar. Dasselbe gilt natürlich auch für das Mittagsgebet mit Papst Franziskus, wie üblich um 12 Uhr. Damit endet diese Live-Übertragung aus dem Petersdom in Rom. Wie immer können Sie nach der Übertragung auf der Webseite von Vatican News den Beitrag über diese Messe sowie alle weiteren Nachrichten aus Vatikan und Weltkirche nachlesen. Und Sie finden sie natürlich auch in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.